Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Windcraft. Und ich bin wieder in Nezahk. Ich bin Level 49. Und ich wollte jetzt erstmal gucken, was ich an Rüstung jetzt anlegen kann. Ich habe hier ja einiges gesammelt. Also das ist noch zu viel. Hier, White Storm, Level 48. Also hätte ich schon vorher mal anlegen können, aber da muss man natürlich auch dran denken. So, und Death's Toe habe ich ja noch ein zweites Mal gefunden. Also, ja, tue ich das mal hier raus. Das dafür da rein und dann. Okay, und den Razor, den habe ich jetzt auch schon mehrfach. Den kann ich jetzt auch verwenden. Tue ich den hier raus? Ah, okay. Hier habe ich. Oh, Flawless Jungle Spear. Das kommt noch, sieht aber ganz gut aus. Okay. Dann tue ich mir hier gleich mal wieder ein Green Powder raus. So, jetzt gucken wir mal den Razor an. 53 bis 54 und ich habe ja bisher 45 bis 49, also das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Jetzt habe ich das ja mit Verbrennung 2. Ja, jetzt könnte ich mir hier auch wieder einen zweiten Razor mit Verbrennung machen. Da habe ich aber nur Verbrennung 1 oder Knockback 2. Das ist schwierig. Ich nehme ich mal Knockback. Aber ich verwende es sowieso fast nie. Naja, komm. Ich probiere es einfach mal aus, wie sich das macht im Kampf. Kann ja nichts schaden. Also. So, dann tue ich aber hier wieder irgendwas weg. Sonst ist das echt zu viel im Inventar. Ich könnte mal den Kram hier wegtun. Weiß gar nicht, wieso ich die aufhebe. Diese Wolfszähne. Ja, eigentlich wegen dieser Rüstung, die man kaufen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob die mir was bringt. Also, na gut. Auf jeden Fall. Ja, die tue ich jetzt mal hier oben hin ins Inventar. Und dann habe ich den Razor mit Schärfe. 4,25. Okay, ja, 4,25. Und den Razor mit Rückstoß 2. Okay. Und dann geht's weiter mit der nächsten Quest. Und das ist The House of Twain. Difficulty easy. Talk to Twendel at the House of Twain. Und den Twendel, den hatte ich ja schon mal gesehen. Bei der letzten Quest, der ist in diesem Tal da hinten. Und das House of Twain, das hatte ich auch schon gesehen. Also das war dieses, ja, ich sag mal Spukhaus, weil da so viele Spinnweben dran waren. Okay. Hier nochmal in die Kiste rein. Nehme ich gerne mit, die paar Emeralds. Und dann geht's jetzt hier wieder diesen Weg an diesem Fluss entlang. Und so natürlich nicht. Ah komm, ich gehe jetzt hier unten lang. Dauert mir sonst alles zu lange. Könnte man auch mit dem Boot fahren, aber ein paar Mal den Charge verwendet, dann ist man auch schon da. So. Ja, hier waren wir ja. Hier ist die Ausgrabungsstelle von Wind Excavation. Und hier hinten. Genau, da ist Twendel. So, was ist hier drin? Nochmal 3 Emeralds. Ja, dann sag mal, was ist das Geheimnis dieses recht interessanten Hauses? Oh, hey, you there. Are you heading down this road? You know, it's a dead end, right?
It leads to an old mansion that has fallen into decay. That mansion is the house of my ancestor, Dwendal Twain. It was a house of incredible heritage and magical powers. Dwendal himself was adopted into it. Marius Twain was the leader of the mansion. They fought against evil spirits, I think. The history of the house is not well known outside of a novel. I want to know the history of the mansion and uncover its secrets. But every time I get close, dark beings prevent me from entering. I am no soldier, and I don't think I will ever uncover the truth without your help. I can greatly reward you for your help. My ancestor left our family a large amount of emeralds. Beware, though, traveler. The mansion's secrets are incredibly difficult to uncover, and the monsters are powerful. Unravel the secrets of the mansion and help me uncover the secrets of my heritage. Bring me one Twain journal. This book has been hidden within the depth of the mansion and is protected by far more than puzzles or walls. I believe the spirits that now haunt the mansion will do anything to protect the book. I'm sure they think it's their own and the secrets it hides. Okay, also es ist irgendwie ein Spukhaus und ja, ein großes Anwesen, eine reiche Familie, aber der Twendal, der Nachkomme vom Dwendal, traut sich nicht mehr rein. Na gut, ich guck hier nochmal rein. Bring one Twain journal to Dwendal. Ja, das hört sich doch nicht sehr kompliziert an, aber mal gucken, was uns da drin erwartet. So. Okay. Okay, hier wird's ganz dunkel. Hier ist irgendwie dieser Dunkeleffekt plötzlich da. Da verdunkelt sich der Himmel. Okay, und spooky Musik gibt's hier. Ein Phantom. Okay. Aber was ich noch machen wollte, ist tatsächlich meine Rüstung austauschen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe zwar den Razor in die Hand genommen. Der macht auch ordentlich Damage, aber ich wollte doch hier den Helm of Darkness abnehmen und ersetzen durch Whitestorm. Das ist besser. Und der Sandstorm Walker wird auch ersetzt durch Death's Toe. Okay, und die Rüstung wurde der Skin von der Rüstung wurde erneuert. Irgendjemand greift mich an. Und ich weiß nicht von wo. So, jetzt aber. Okay, aber es sind schon ganz schön hartnäckig, die Biester. Meine Güte. Ich wollte das ja nochmal angucken. So, jetzt habe ich einen stählernen Helm, wie es aussieht, und blaue Schuhe. Okay, das sind die Todeszehen. Die sind blau. Na gut, aber jetzt möchte ich erstmal hier einen Eingang finden. Okay, unsichtbare Gegner. Finde ich jetzt auch nicht so optimal. Was ist das? Animated Painting. Ach du liebe Zeit. Ein Gemälde, das mich angreifen will. Okay, aber die sind nicht besonders stark. Sind wirklich nicht besonders stark. So, das nehme ich mit. Okay, von hinten kommt keiner.
kann ich mich jetzt hier mal umsehen. Okay. Da hinten ist noch ein Phantom. Und wo geht's hier lang? Da geht's irgendwie nach unten. Okay, aber da möchte ich jetzt nicht runterfallen. Aber vielleicht muss ich das noch. Naja, ich gucke mich erst noch mal ein bisschen oben um. So. Da ist noch ein Gemälde. Ach, das ist außen. So. Da komme ich gar nicht durch. Hier ist wohl der Speisesaal. Hier sind irgendwie so Magiepartikel. Kann das sein? Hm. Oh, und die Geistermusik ist. Die ist auch klasse. So, wo geht's denn hier lang? Boah, ist das dunkel hier. Warum ist das so dunkel? Aber hier scheint nichts Wichtiges zu sein. Okay, hier ist wenigstens mal ein Licht. Was kann man denn damit machen? Okay, einen Schalter kann ich nicht betätigen. So. Okay, da kommt wieder einer. Aber ich mache jetzt ganz schön viel Schaden. Okay, hier ist Text. This place is haunted, I'm sure of it. I threw my shoes at the foot of the bed and the next thing I knew, they were gone. Like the carpet swallowed them up. Ach, die sind da unten. Da gibt's ein okay, da gibt's eine Tür. Aber wie aktiviert man die Tür? Fuß seines Bettes. Okay, du kannst in der Nacht schlafen, das ist klar. Ist da irgendwie die Terrasse oder so? Okay, ich gucke mich noch mal ein bisschen weiter um. Servants Quarters, hier haben die Bediensteten des Hauses gewohnt. Okay. Ach, hier geht's ja noch weiter. Ja, wo finde ich das Journal? Das ist hier wirklich sehr groß und weitläufig. Wow, hier ist ja noch ein riesiger anderer Teil des Gebäudes. Was ist hier? I fear for the future of this house. A dark presence. Okay. Was ist das hier für ein Raum? Boah, kann ich fast nicht lesen. Time flows, people die. I remain to kill the alive. What? Wer hat das geschrieben? War das Dwendal mit D vorne? Aber das hier ist ja... Das hier ist so eine Art Grab. Vielleicht ist hier Dwendal begraben. Das ist Seelensand. Okay. Hier steht noch was. The Riches of Twain. Okay, hier sind Emeralds. Ja. Reich waren sie, die Twains, aber das nützt nichts, wenn... Wenn hier alles den Bach runtergeht. Hier kommt man auch nicht weiter, oder? Nee. Okay. Ja, der einzige Anhaltspunkt war dann da unten, wo man runterspringen konnte.
Und halt da. Okay, hier ist nix. Da mit dem Bett, wo die Schuhe verschwunden waren. Oder ist hier hinten noch was? Okay, aber das ist außerhalb des Gebäudes. Naja, ich hätte mir das ja auch mal von hinten noch angucken können. Aber hier irgendwie eine Möglichkeit finden, da runterzukommen? Ja, vielleicht gibt's irgendwie einen Weg. Irgendeinen Schalter, aber ich habe jetzt nirgendwo was gesehen. Eine Druckplatte oder so. So. Naja, dann würde ich mal sagen, springe ich da runter. Okay, jetzt sind hier viele Gegner. Die sind jetzt hier alle nach und nach gespawnt. So. Na dann wage ich es mal. Was soll schon groß passieren? Kommt der auch runtergehüpft? Nö, der bleibt da oben stehen. Da ist wieder ein Bild. Das will mich... Und was beschießt mich das? Mit Farbe? Mit Aquarellfarbe oder so? Okay, das hier ist wohl der Weinkeller oder so. Hier sind lauter Fässer. Boah, und ich sehe fast nichts, ey.